Ja, die Crawler, so wie man es an denen wahrscheinlich auch unschwer erkennen kann, haben kleine nette Stachel, die einem dann nicht wenig Schaden zufügen, wenn man einfach unbedacht über sie rüberläuft, so wie da jetzt gerade von mir demonstriert. Das war natürlich Absicht. Dann nehmen wir doch mal die Eier von dem Hühnchen noch mit. Ja, das war auch alles gewollt. Hüpfen wir noch mal rüber. Da bahnen wir uns einfach mal einen Weg durch. Das schaffen wir sonst nicht, so rüber zu hüpfen. Und da haben wir auch schon unseren Escape Pod. Und dann dürften da links davon, genau, da all unsere Sachen liegen. Das ist zum Glück nicht viel. Zumal wir auch noch gar nicht in unsere Kiste geguckt haben. Dann mal die Tür zu, damit wir ungestört sind. Sortieren wieder das Inventar. Ein kleines bisschen Ordnung rein. Die Sachen kann man per Rechtsklick direkt anlegen. So. Wo ist jetzt noch unser T-Shirt mit da versteckt? So. Da kommen wir dann auch direkt zum Charakterbildschirm, zum Equipment. Das haben wir einmal hier über das Männchen da oben. Da hat man einmal die Kleidung, die man tragen kann, die dann effektlos ist. Und die Rüstung, die man einfach darüber trägt. Die dann wiederum einen Effekt zum Glück hat. Da kann man noch viele Sachen anlegen. Das kann man alles noch finden oder sich craften. Dann hat man hier einmal das Mech-Tool da oben links. Da kann man auch noch einige Erweiterungen reinbauen, wie zum Beispiel eine Batterie, wo dann einfach die Energieleiste wesentlich länger wird. Oder eben hier die kaputte Linse kann man gegen eine richtige Linse austauschen, wodurch dann unser Laser vom Abbauen stärker wird. Das machen wir auch mal zu. Dann mache ich da wieder zu. Baue mir hier einmal noch mal ein bisschen Holz ab. Und dann zeige ich euch gleich noch was. Man kann nämlich nicht nur einfach craften, also Sachen in seinem Inventar zusammenbauen, sondern man kann auch nur sogenannte Projekte starten. Also wo man in Terraria und Co. einfach sich zum Beispiel eine Holztür baut, craftet und die dann in die Landschaft platziert, wird das hier über die sogenannten Projekte gelöst. Da kann man eben eine Tür bauen, den Respawner und noch vielen abgefahrenen Scheiß. Weil ich nicht weiß, warum man den von vornherein bauen kann, weil teilweise die Materialien noch richtig bescheiden zu farmen sind. Aber man kann eine Holztür machen mit einem schönen Kupferknauf. Oder ein Campfire. Dafür fehlen mir aber noch die Steine. Da muss ich nochmal... Nee, Quatsch. Eben nicht. Ich habe ja 20. Genau. Das Projekt kann man einfach starten und sagen, hey, hier, Projekt. Und dann kann man das irgendwo hinsetzen und dann lasert er sich das dahin. Aus seinem Inventar direkt raus. Ja. Damit haben wir jetzt unsere Campfire hier stehen. Das hilft uns aber nicht, wenn wir es nicht anzünden können. Und um das anzünden zu können, brauchen wir das Tool Firestarter. Dafür einfach einen Stein und Flint. Zusammengebaut, fertig. Und genau, jetzt kommen wir genau zu den Quickslots. Auf dem Quickslot 1, den man entweder durch das Mausrad durchscrollen kann oder auch einfach durch das Antippen von 1 immer wieder, hat man die Abbautools. Einmal eben die Pickaxe und sein Mech-Tool zum Abbauen. Auf der 2 sind Nahkampfwaffen, in unserem Fall jetzt einfach nur der Knüppel. Auf der 3 sind die Feuerwaffen, also Fernkampfwaffen. Hier haben wir nämlich in unserer Kiste schon ein paar schöne Sachen zur Verfügung. Da gehe ich auch gleich mal drauf ein. Einen kleinen Moment bitte. Sortieren.
so. Das wird nämlich alles vom Spiel automatisch in die Kategorien gepackt, denen sie angehören. Also auf der 3 eben die Fernkampfwaffen, was in dem Fall einmal eine Flare Gun ist, für die wir ein paar Schuss haben, 10 Stück oder so. Und dann eine 9 mm Pistole, für die wir einen sagenhaften Schuss haben. Das heißt, da brauchen wir dringend Munition für. Was wir dann noch in der Truhe gefunden haben, war diese Tasche hier. Es gibt drei Taschen. Ja, es gibt hier drei Taschen, die entsprechend aus bestimmten Materialien hergestellt werden und dementsprechend auch, weil zum Beispiel diese Tasche aus Steinen mitunter gebaut wird und die Hunter-Tasche aus Fleisch, lagern sich automatisch darin passende Sachen. Also in der Forager Pouch landen alle pflanzenbasierten Sachen. In der Hunter Pouch alle tierbezüglichen Sachen und in der Excavator Pouch landen alle Mineralien und Erze und Steine und alles, was so mit dem Boden zu tun hat. Was ganz praktisch ist, weil das nochmal richtig viel bei der Übersicht und bei der Sortierung hilft, da es auch alles von alleine passiert. Es bleibt aber trotzdem noch mit Abstand genug Zeug übrig, was dann einfach so in der Gegend herumspringt und herumliegt. Was haben wir denn jetzt eventuell mal, was wir spontan bauen können? Haben wir denn da was? Fällt mir was ein? Ach ja, wir haben den Firestarter. Brauchen wir den? Genau. Wir waren bei der Leiste. Das dritte sind die Fernwaffen. Das vierte sind die Tools. Deswegen einmal das Sammeltool. Braucht das Flashlight gar nicht mehr, was ich über F aktiviert habe. Und dann das Kartentool, was uns per Linksklick die Karte zeigt und per Rechtsklick scannt und gleichzeitig die Karte zeigt. Und dann jetzt auch den Firestarter, mit dem wir auch einfach Tiere anzünden können. Das geht natürlich auch. Hallo? Natürlich, ich mach's so und zünde da hinten scharf an, aber wenn ich auf den rauf zünden will, das funktioniert durch die nicht. Na super. Aber ich habe da hinten das Gras angezündet. Vielleicht erwischt es ja den Crawl. Genau. Das sind jetzt die Tools. Auf der 5 sind dann alle Sachen zum Platzieren. Also alle Gesteine und Plattformen, die man irgendwo findet oder baut. Das ist alles auf der 5. Auf der 6 ist alles Essbare. Nom 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 nom. Lecker Früchte. Und auf der 6 sind so werfbare Sachen oder Samen zum Einpacken. Sowas. Deswegen ist da auch ein Ei. Puh. Macht das überhaupt Schaden? Offensichtlich nicht. Ja. Ich persönlich vermisse gerade den Sprengstoff. Den hätte ich jetzt persönlich auf der 7 erwartet. Aber das ist ja nicht der Fall. Interessant. Wahrscheinlich müssen wir den so platzieren. Und dann anzünden. So, tschüss, du Schwein. Ich laufe da einfach mal vor dir weg. Und gehe weiter nach links. Weil, wie mich die Erfahrung gelehrt hat, ist zwar rechts von unserem Landespot immer das eine Gebäude, aber links ist das andere. Und da kommen wir nicht rein, weil da eine Level 0 Karte gebraucht wird. Aber wie uns das erste Gebäude gelehrt hat, kommen wir wohl durchs Fenster rein. Aber wir brauchen unbedingt das erste Gebäude, weil wir ohne die Pickaxe das Fenster nicht kaputt bekommen.
Zumindest hatte ich die Erfahrung bisher gemacht. Na na na. Na na na. So, jetzt können wir hier uns ein bisschen austoben und ein bisschen looten gehen. Was macht der denn da oben? Oh, in die Toilette kommen wir natürlich nicht rein. Na super. Hier haben wir eine Healing Tonic. Das Fach ist leer. Ich gucke immer mal hinter den Betten, weil es in einem Raum hinter den Betten hinter dem Bett ein Tagebuch gibt. Und da habe ich die Befürchtung, dass das eventuell vielleicht auch in anderen Räumen ist. Aber eine Kiste. Viele Data Pads. Das wird ja lustig. Ei. Okay. Da hatte ich jetzt mehr erwartet. Ei. Ja, haltet Dr. Hahn weg von allem Gefährlichen. Er mag zwar ein brillanter Ingenieur sein, aber er ist ein total verrückter Typ. Und ich habe die Schnauze voll von seinem kranken Scheiß. Chief Engineer Flores. Dr. Hahn sollte befördert werden. Er sollte alle Tools bekommen, alle Werkzeuge bekommen, die er braucht, um seine Ziele zu verwirklichen. Ich persönlich... Na, mir fällt das Wort nicht ein. Verehre oder finde seine Fähigkeiten total gut und er ist großartig. Von Anonym. Aber das selber geschrieben hat? Vielleicht. Man weiß es nicht. Was haben wir oben? Hier oben brauchen wir auch ein Level 2. Das ist ja gemein. Ich will da rein. Naja. Level 2. Also, ich gehe mal ganz kurz nach hinten. Und da gibt es Ameisenfutter. Natürlich. Und ein leeres Tonikfeld. Ja, ein Bandana. Das Bandana setzen wir doch direkt auf. Komm, Bandana. Der Rest sind Klamotten, das ist uninteressant. Aber das Bandana ist einfach nur stylisch. Das ignoriert mal bitte einfach den Schatten da draußen, okay? Nein. Der Schatten da ist ich vermute mal, ganz stark ein Bossmonster. Ich hab's in den ein, zwei Versuchen, die ich gestartet habe, nicht tot bekommen, weil es irgendwann einfach keinen Schaden mehr bekommen hat. Warum auch immer. Ich habe versucht, ein bisschen festzubacken, dass es nicht weiter rumkommt und dann wollte ich es töten. Aber wie man eventuell sieht, ist es ein riesiges Huhn. Ein riesiges mechanisches Huhn. Das einem erstmal nichts tut. Es sei denn, man selber greift es an. Und dann geht es vollkommen in Rage. Und wie gesagt, ich habe irgendwann keinen Schaden mehr gemacht. Und deswegen hat es leider auch nicht viel geholfen. Oh, okay. Liebes Tagebuch. Ja, ich habe meine Wege immer weiter und weiter in den Untergrund geführt, zuletzt. Und ich bin ein paar seltsamen orangenen Vorkommen begegnet. Übrigens unten rechts im Bild ein kleiner Mac. Da bin ich aber auch noch nicht hingekommen. Aber so weit wollen wir wahrscheinlich auch gar nicht gehen. Ich will es einfach nur ein bisschen zeigen. Werde die Basis hier noch abarbeiten und dann wird es wahrscheinlich auch das schon gewesen sein. Ein paar seltsame orangene Vorkommen hat er gefunden. Sie scheinen auf irgendeine Art und Weise organisch zu sein. So Gelee-gefüllte organische Säcke. Aber das Komische daran ist, dass sie sowas wie Essen in sich eingeschlossen haben. Nahrung. Soweit wie er das feststellen kann, scheint es so, dass es sich um eine Art Essensvorratsmechanismus von irgendwelchen eingeborenen Kreaturen handelt.
Er geht davon aus, dass diese Essenskugeln etwas mit den komischen orangenen Blöcken, die er angefangen hat zu finden, zu tun haben. Der Xenobiologe Louis erzählt ihm immer weiter, dass er vorsichtig sein soll und dass es so aussieht, als wenn er über etwas gestolpert wäre. So eine Art Alien. Alien-Ameisen-Hügel. Aber mehr weiß er auch nicht. Oder was er tun kann. Er soll sich zurückhalten. Und... Ach ja, genau. Er soll sich zurückhalten und der Xenobiologe soll sich zurückhalten. Und der Schreiber des Tagebuchs will machen, was er will. Und auch keine Ameisen werden ihn stoppen. Er wird sie alle mit seinem Stiefel zertreten. Und im schlimmsten Fall würde er einfach neu ausgedruckt. Ja. Er hat entschieden, den GPS-Tracker mit sich herumzutragen, so dass er mehr Zeug schneller finden kann, wenn das Schlimmste passiert. Der Haupthausmeister Jones, wenn man so will. Lead Janitor, also ja, Hausmeister. Gut. Kurios. Ja, was ich soweit schon mal verraten kann, ist, die Leute hier sind ja alles nicht mehr da. Also wahrscheinlich tot. Und der Respawner funktioniert. Und eigentlich auch nicht nur für uns, sondern für alle. Warum sind die nicht neu ausgedruckt? Das ist eine interessante Frage. Ein neues Tool für uns. Der Tech Blower. Der ist super nützlich, weil man damit einfach Sachen wegpusten kann. Ich persönlich habe während meiner Spielzeit keinen Nutzen dafür gefunden. Aber naja. So. Genau. Jetzt sind wir hier. Und... Hä? Hallo? Das ist ja jetzt fies. Ich brauche das Bett nicht. Da, danke. Hier war das Bett übrigens das, hinter dem ein Datapad versteckt war. Oh, ein Safari-Hut. Naja. Klamotten sind eher uninteressant. Oh, ein Multipass. Wir haben einen Multipass. Den packt der automatisch hier unten in diese kleinen Seitentaschen. Das sind so Schlüsseltaschen, wie man sieht. Ein Multipass. Und da oben ist eine Excavator Pouch, die wir schon haben, oder? Nein, wir haben eine Forager Pouch. Gut. Das ist sehr schön. Dann zack, direkt aufgeräumt. So will ich das sehen. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Und ein neues Datapad. Jesus. Das habe ich mir auch... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, der Chief Engineer Flowers hat mal wieder was zu sagen. Oder was heißt mal wieder? Ja, Jesus. Er hat einen von denen gesehen heute. Das ist eine große Entdeckung. Die können sich teleportieren. Deswegen sind die so schwer zu fangen. Alles kommt auf einmal. Louis hatte recht. All die Zeichen deuten auf intelligentes Leben. Und sie sind gefährlich. Die greifen an. Es ist Tage her, dass Louis verschwunden ist. Jetzt habe ich Angst. Ich habe die Databeds bisher noch nie gelesen.
Und ich habe das Spiel schon mal ein bisschen länger gespielt als jetzt. Und ich muss sagen, alleine das Lesen von diesem Datapad macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ja. Ja. Es sind einige Tage vergangen, seitdem Louis verschwunden ist. Was? Und jetzt ist es irgendwie positiv, dass er verschwunden ist? Dass er nicht mehr da ist? Okay. Er hat es versucht, dem Captain zu erzählen, aber der... Genau, der Autor hat versucht, dem Captain das zu erzählen von den teleportierenden Viechern, aber der wollte ihm das nicht glauben und hat gemeint, dass das einfach nur Space Madness ist. Also Weltraum, kopfkrank. Und dass er eine Beruhigungstablette nehmen soll. Ja, er ist auch absolut davon überzeugt, dass die Aliens ihm seine Cheeseburger wegfressen. Und dass der 3D-Printer kaputt ist, ist auch scheiße, weil dann kann er sich keine Cheeseburger mehr ausdrucken. Er muss was tun, ansonsten werden die Aliens sie alle kriegen. Ja, wenn die Scheiße am Dampfen ist, will er beschützt sein. Sobald er seine Drohnen gefixt hat, dass sie nicht mehr auf Verbündete schießen, dann will er es den Alien-Arschlöchern heimzahlen und den Arsch wegblasen. Das klingt nach einem guten Plan, den kann ich nur unterstützen. So.